Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist wieder Pink Spirit Talk Time und ich bin wieder zurück von meiner Reise. Heute ist das Thema Krankheit und wie ich damit umgehe oder wie ich das sehe aus Sicht des Mediums. Das war ein Thema, das eingereicht wurde, als ich das Gewinnspiel gemacht habe. Ja, das ist echt ein breites Thema und ich glaube, da kann man Tage mit füllen. Aber als erstes mal die Frage, und ich spreche jetzt in dieser Folge nicht nur als Medium, sondern auch als Coach, weil ihr wisst ja, ich bin ein ausgebildeter, diplomierter Coach. Die Frage, die ich mir als erstes stelle, ist, was ist Krankheit? Jeder von euch definiert Krankheit anders. Ich habe da einen ganz eigenen Blickwinkel drauf, einfach durch viele Gespräche, die ich geführt habe, viele Reflexionen, eben auch Gespräche mit Menschen, die in meinen Augen wirklich krank sind. Das ist für mich ein ganz spannendes Thema. Ich habe mich mal mit einem Rollstuhlfahrer unterhalten, wo ich vor dem Gespräch noch gedacht habe, der Mensch ist krank. Der zu mir aber gesagt hat, Annette, ja, ich kann nicht laufen, aber ich bin gesund. Und das hat damals für mich so ein Change gemacht, weil ich gedacht habe, stimmt. Was ist Krankheit und was ist keine Krankheit? Für mich ist Krankheit etwas, ja, das chronisch ist, wo lebensbedrohlich ist. Das ist für mich Krankheit, also richtig krank. Krank bin ich auch, wenn ich mal Erkältung habe, aber Schnupfen habe, aber ich bin nicht todkrank. Vielleicht muss man auch definieren zwischen chronisch krank, krank und todkrank. Wenn ich jetzt mal beim Schnupfen bleibe oder bei einer Erkältung oder Magen-Darm oder keine Ahnung, ja, da ist man mal kurzzeitig krank. Und was bedeutet das? Das bedeutet, das System fährt kurzzeitig runter und entgiftet, egal ob es jetzt per Schnupfen ist, Kotzerei. Der Körper entgiftet in dem Moment. Und gerade aus psychologischer Sicht, eben in meiner Coach-Ansicht, oft werden Menschen krank, wenn sie im Stress sind. Wenn ich jetzt an Grippe denke oder Erkältung, wenn das Immunsystem einfach schon geschwächt ist. Weil ich erlebe es immer wieder spannend. Ich bin, dass ich irgendwo mit Freunden bin und die bekommen es und ich nicht zum Beispiel oder umgekehrt. Wenn ich in meiner Balance bin und bei mir bin und ich auf mich achte und ausgeglichen bin, also Ruhezeiten habe, dann werde ich nicht so schnell krank. Nicht jeder nimmt das auf. Und ich kann immer nur sagen, wie ich es bei mir beobachte, ich schnappe mir so Dinge auf, wenn ich eh schon am Limit bin. Ja? Wenn der Körper sagt, jetzt reicht, jetzt komme ich nicht noch mit den Viren oder Bakterien zurecht. Oder auch habe ich schon bei mir beobachtet, gerade früher in der Bankzeit, wenn es zu heftig war, hat mein Körper einfach gesagt, so und jetzt bin ich krank, dann hatte ich ja Erkältung oder ähnliches. Die Frage dazu war, wie gehe ich damit um? Also ich bin ein sehr bodenständiger Mensch, wie ihr wisst, und ganz ehrlich, wenn ich Erkältung habe, dann nehme ich Medikamente. Also ich bin niemand, der sofort zum Arzt rennt. Da habe ich eher eigenes Thema oder eigene Sichtweise dazu. Die Ärzte sind wichtig. Also ich empfinde es nicht so, dass man die Ärzte komplett außen vor lässt. Ich finde es immer, also ich bin in meinem Leben so, dass ich Arzt, Heilpraktiker, geistige Welt, dass ich immer alles mit einhole. Jetzt bin ich selbstständig. Ich brauche den Arzt nicht mehr bei einer Erkältung. Früher bin ich hin, um eine Krankmeldung zu kriegen. Die brauche ich heute nicht mehr. Wie gehe ich damit um? Wenn ich schon merke, Erkältung naht sich, dann nehme ich Zink, ich nehme Vitamine, ich trinke viel Tee. Wenn ich Halsschmerzen habe, nehme ich Salbei. Also ich bin sehr alternativ mittlerweile unterwegs und gehe dann zu meiner Heilpraktikerin und die dann energetisch mit mir arbeitet. Nehme die geistige Welt mit ins Boot. Und ganz ehrlich, es ist nicht schlimm, wenn man mal 3 Tage Fieber hat und der Körper einfach mal ein neues System stattmacht. Also mir mache immer doch sofort Drama drum und wir haben immer nur den Fokus auf gesund sein. Ja, aber was ist denn gesund und was ist denn krank? Also das stelle ich jetzt echt ganz klar euch in Frage. Also Grippe, Magen-Darm-Virus ist keine Krankheit in dem Sinn. In meinen Augen tut das System neu starten. Ganz ehrlich, es reinigt. Mir kommen mal zur Ruhe. Also manchmal sind Krankheiten auch positiver, wenn ihr mich jetzt hasst. Also das so die banale Dinge.
Das war die Frage, wie gehe ich mit Impfung zum Beispiel um? Jo, das hat man halt das Bauchgefühl einschalten. Also ganz ehrlich, ich bin für Impfungen. Also ich habe als Kind die Impfungen bekommen, die wichtig waren. Ich bin gesund. Also mir hat es nicht geschadet. Also so die wichtigste Krankheit, die ist einfach, ja, wo es die Impfungen gibt, Masern, wo gerade großes Thema ist. Wo ich dann auch manchmal denke, ja, es ist wichtig, dass man hinguckt, was man die Kinder. Ja, was man die Kinder ja impfen lässt, an Medikamente gibt. Aber ganz ehrlich, was ist jetzt schädlicher? Die Spritze, dass es das Kind nicht bekommt oder wenn ihr Kind heftig Masern hat? Man muss ein bisschen in meiner Welt mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Und dann gibt es halt diese spezielle Impfungen. Ich meine, man muss jetzt ehrlich sein, die Pharmaindustrie regiert die Welt und wer das noch nicht erkannt hat, sorry. Ich habe jetzt so gerade Szene, die mir Gibi schickt im Kopf. Ich war ja früher bei der Freiwilligen Feuerwehr aktives Mitglied und dann ist ja diese Schweinegrippe gekommen, ne? Ja, wo ich dann echt gedacht habe, die Schweine haben Grippe, was ist jetzt los? Und dann habe ich einen Brief gekriegt von der Feuerwehr, dass ich mich doch bitte impfen lassen soll, weil wenn dann die große Epidemie kommt, darf ich nicht betroffen sein, weil das Land braucht mich ja. Dann dachte ich, jo. Damals war ich noch gar nicht spirituell unterwegs. Damals habe ich das noch alles schön weggedrückt. Und trotzdem ging mein Bauchgefühl an, ich habe mich reingefühlt und ich habe gefühlt, es stimmt irgendwas nicht, es ist nicht stimmig. Und plötzlich hat man in den Medien nichts anderes mehr wie die Schweinegrippe gehört und die Impfstoffe werden rar. Man muss sich unbedingt impfen lassen. Sind wir ehrlich, ist die Schweinegrippe nie je ausgebrochen? Nee. Ich in meiner pinken Welt, ne, jetzt muss ich Acht geben, aber rechtlich, was ich sage, ich habe es privat, also wenn ich jetzt als Privatmensch in meiner pinken Welt spreche, so empfunde. Das war Gelddruckmaschine der Pharmaindustrie. Sind wir ehrlich, ich habe nie irgendwo einen Mensch rumlaufen sehen, der wirklich die Schweinegrippe hatte. Ja, es war zu der Zeit eine heftige Grippewelle, die haben wir aber jedes Jahr. Ganz ehrlich, mal heißt die Vogelgrippe, mal heißt die Schweinegrippe, mal heißt sie, keine Ahnung, vielleicht gibt es demnächst die Schnitzelgrippe, ich weiß es nicht, seid mir nicht böse. Und das ist, was ich euch damit sagen will. Ich bin ein Mensch, ich fühle mich rein. Was macht wirklich Sinn? Also ich habe mich nie gegen die Schweinegrippe impfen lassen. Und ich bin Gott froh, weil ich hatte einen Freund damals, also im Freundeskreis, nicht mein Freund, ein Freund, der sich impfen lassen hat. Und der war so übelst krank, der hatte dann wirklich die Schweinegrippe durch die Impfung. Geht mit dem gesunden Bauchgefühl daran, was ist jetzt gerade erfundene Krankheit von den Medien, von der Regierung, von der Pharmaindustrie und was ist wirklich Krankheit, wo ich mich davor schützen darf. Zum Beispiel habe ich das Geld in die Hand genommen und habe mich gegen Hepatitis impfen lassen. Eben damals, wo ich in der Feuerwehr war, weil ich gedacht habe, nee, die Scheiße muss ich da nicht antun. Also da wirklich mit dem Bauchgefühl dran gehe, gucke, was ist für mich stimmig und was ist nicht für mich stimmig. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, habt ihr da immer ein Bauchgefühl dazu. Also, ja. Dann habe ich noch gefragt, warum es gibt immer Zeiten, wo die Menschen verstärkt krank sind. Ja, also wenn ich jetzt mal bei der Grippe bleibe, ist es einfach so, wenn ihr das beobachtet, gerade wenn es meistens Januar, Februar, dann ist es ganz schlimm. Ich würde es mir so herleiten, dass es viel mit Vitamine zu tun hat. Ich habe jetzt gerade das Vitamin D im Kopf, aber Google da, ich darf überhaupt keine Empfehlung machen. Aber es ist halt zu beobachten, dass wenn die Sonne nicht mehr so in unserem Leben scheint, dass die Menschen krank werden und irgendwas scheint unserem Körper dann zu fehlen. Und das Licht, und was beinhaltet eben das Licht, eben verstärkt das Vitamin D, wo einfach dazu führt, dass. Ja, das ist das Immunsystem, schneller die Viren und die Medikamente aufnehmen. Muss ich kurz gucken, genau, wie zeige ich sich körperliche Symptome? Also, die Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es geht eher auf die Schmerzthematik hin. Und das, gerade Thema Schmerzen, ich weiß, Schmerzen sind schlimm und ich kenne chronische Schmerzen und ich habe es bei Familienmitgliedern im Freundeskreis, Menschen, die chronisch Schmerzen haben und übel Schmerzen haben. Ich habe vor 4 Wochen, 5 Wochen Bandscheibenvorfall die Diagnose kriegt, aber ich glaube, es ist auch viel, wie gehe ich damit um? Das möge jetzt vielleicht manche von euch nicht gern hören, aber ganz ehrlich, es wird immer viel Drama gemacht. Woher kommt es von unserer Gesellschaft? Wenn ich irgendwo hinhöre, Bandscheibenvorfall, da bist du schon halb tot in unserer Gesellschaft. Oh, um Himmels Willen, darfst du nichts mehr machen. Da. Am besten legst du dich ins Bett. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ins Bett lege gerade alles noch schlimmer macht.
wie gehe ich damit um? Am Anfang war ich geknickt, weil ich das alles im Hinterkopf habe. Jetzt bin ich alt, jetzt das ist chronisch, das geht nie wieder weg. Ich bin kurzzeitig in den Strudel rein und irgendwann bin ich aufgestanden und dachte, jo, was hat sich jetzt geändert? Jo, die Bandscheibe ist vorgewölbt, jo, es schmerzt, der Arm wird teilweise taub. So, was kann ich dagegen tun? Da bin ich zum Orthopäde und habe mir manuelle Therapie geben lassen, 2 Sitzungen und der Arm schläft nicht mehr ein. Und ich habe mich darauf fokussiert, was funktioniert in meinem Leben. Ich bin gesund, ja, die Beine, Bandscheibe will nicht mehr so, wie sie vor 41 Jahren wollte, aber ich bin gesund. Und darauf ist es so für mich, also ich bin halt ein Mensch, ich bin sehr positiv, das nervt da manche Menschen um mich herum, das weiß ich, aber ich sehe immer das Positive, ja, wenn ich dann hier in meiner Arbeit, ich sage heute hier, weil ich nehme heute Podcast in der Praxis auf, jawohl, lustig, Gibi hat heute Morgen noch zu mir gesagt, nimm dein Mikro mit, ich so, Gibi, Praxis, die Termine sind voll, Gibi, nimm das Mikro mit, ich habe auf ihn gehört, was soll ich sagen, die erste Sitzung ist wohl ausgefallen, die Dame hat sich nie gemeldet, sowas finde ich ja ganz super, wo ich denke, man kann mal absagen, egal, anderes Thema, also nehme ich jetzt den Podcast hier in der Praxis auf, genau, und gerade wenn ich hier mit Krebspatienten zum Beispiel zu tun habe, ja, da muss man mal mit dem Boden oder mit den Beinen auf dem Boden bleiben und sagen, die Menschen sind krank, ja, oft auch, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, ob sie die Krankheit überstehen werde. Das sind Menschen, die sind für mich krank. Und das Krasseste ist immer, was ich dabei beobachte, genau diese Menschen, die wirklich, wirklich krank sind, die Schmerzen haben, denen man einfach die Krankheit schon ansieht, die gar nicht wissen, wie lange sie noch leben. Diese Menschen, die leben nicht in ihrer Krankheit, die haben Hoffnung, die gucken nach vorne, die nehmen alles halb so wild. Und Menschen, die eben, keine Ahnung, Schmerz haben, ja, wo einfach da ist, wo ich immer wieder beobachte, die so in ihrer Krankheit lebe, wo nur der Fokus ist, ja, auf Schmerz, okay, ich habe Schmerz, oh Gott, der Schmerz, was nehme ich jetzt, Schmerz, 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 ganz ehrlich, wenn ich morgens aufstehe und die Bandscheibe tut weh und dadurch mein Kopf, dann haue ich mir halt Schmerztablette ein, dafür sind sie da, das ist nicht verwerflich. Was sind Schmerztablette? Schmerztablette sind auch nur mit Energiegefühl, ja, Schwingungen, die mir helfen, dass der Schmerz weniger wird. Jo. Es gab sogar Versuche, wo ein Arzt Wasser programmiert hat, indem er einfach Aspirin zum Beispiel aufs Wasser geschrieben, also auf einen Zettel und ein Glas Wasser drauf, und es hat dem Menschen geholfen. Also da darf man auch viel experimentieren. Ich bin da, ne, pragmatisch, ich haue mir da eine Schmerztablette rein. Ja, warum nicht? Nur weil ich Medium bin und im Himmelswille, aber ich habe Schmerzen. Nur was soll ich jetzt da ewig mit dem Räucherstäbchen ums Haus rennen? Ich haue mir dann auch Schmerztablette rein. Natürlich darf man auch hier gucken, dass es nicht zu viel wird. So, was passiert, wenn ein Körper so viel Schmerz hat? Sei es Rücken, sei es Kopf, was auch immer. Wir sind nicht mehr basisch. Unser Körper ist nicht mehr basisch. Und dadurch entstehen Entzündungen, die Schmerzen verursachen. Was kann ich dagegen tun, war auch die Frage. Einfach mal basische Kur machen. Habe ich auch schon gemacht und ich schwöre euch, ich war danach schmerzfrei. Ja, die ersten Tage waren ein Horrortrip, weil wenn man auf Koffein und Zucker, wenn man auf den Entzug geht, das ist echt nicht schön. Aber es hat mir echt damals geholfen und trotzdem bin ich wieder ein alter Muster gerutscht. Ich bin auch nur ein Mensch. Viele von euch haben mitbekommen, dass ich den Selleriesaft, die Challenge mache. Im Moment habe ich sie ein bisschen aussetzen müssen, weil mein Körper täglich entgiftet hat und ich eigentlich nur noch auf der Toilette war. Aber das ist eben auch eine Maßnahme, für was ist das, wurde ich oft gefragt, mit dem Selleriesaft. Das sind solche Substanzen und Enzyme drin, dass dein Körper komplett entgiftet und auch eben alte Medikamentenreste und so aus deinem Körper rausgehen. Und wenn ihr Schmerzen habt und es chronisch, dann macht echte Basenkur. Schaut mal Medical Medium, Achtung Werbung, die hat mehrere Bücher rausgebracht. Da gibt es einen Podcast, den eine Frau ins Deutsche übersetzt hat. Der hat so 4-Wochen-Kur, wo man mal nur Rohkost isst und eben nur basisch isst. Und ich verspreche euch, ihr habt danach weniger Schmerzen. Ich habe, als ich die Kur gemacht habe, danach Monate Schmerzmittel gebraucht. Jetzt bin ich an dem Punkt, ich werde es auch demnächst wieder machen. Stress. Mir war alles so viel Stress. Das kannte unsere Uroma oder Großeltern gar nicht. Aber das, ja, macht unser System kaputt und das sind die Schmerzen, die Ruhe, die uns fehlt. Also wenn ich bei mir hingucke, ich habe selten 8 Stunden Schlaf. Wenn ich 5 oder 6 Stunden Schlaf habe, ist es viel. Und das ist alles, was dazu beiführt, dass der Körper
geschwächt ist, dass er eben für Entzündungen empfänglich ist. Unsere Ernährung, ganz großes Thema. Was haben wir uns den ganzen Tag für Scheißereien? Ich meine, sind wir ehrlich, die Industrie ist darauf aufgestellt, uns süchtig zu machen. Logisch, Zucker, keine Ahnung, was es alles gibt. Ja, jetzt haben wir eben eine Gesellschaft, wo Gluten ein Thema ist, wo Lebensmittelallergie, klar, weil die Lebensmittel hier gar nicht mehr rein ist. Dann kommt wieder das Thema Stress dazu. Man ist so durchgetaktet, dass man gar nicht mehr Zeit hat zum Kochen oder zu gucken, was schaufel ich in mich rein. Aber ich kenne die Zeit, also gerade wenn ich auf Tour bin, ist es halt immer sehr schwierig mit dem Thema Ernährung. Ja? Da geht man viel essen, da hauft man sich irgendwas vom Supermarkt rein. Und da habe ich aber, wenn ich zu Hause bin, echt komplett meine Ernährung umgestellt. Das heißt, ich gucke, was ich esse. Ich guck, wo die Nahrungsmittel herkommen. Ich denke, da haben wir eine große Verantwortung gegenüber anderen Ländern. Also ich gucke, wo meine Banane morgens herkommt, dass sie nicht unbedingt von Chiquita herkommen. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist jetzt Banane auch nicht das Grundnahrungsmittel. Ich lebe in Deutschland, da wird man morgens einen Apfel essen. Aber egal. Also ich habe schon meine Ernährung sehr umgestellt, dass ich ja gucke, dass ich mir nicht das Weißbrot reinhaue, sondern das Vollkornbrot. Ganz viel Gemüse, wo ich einfach nur Gemüse dünste, habe jetzt einen Thermomix, ich liebe ihn, Werbung, aber das ist echt für mich das Einfachste, ich haue das Gemüse rein und 20 Minuten später ist es fertig. Also es ist viel Ernährung, was haue ich in mein System rein, ja, was ein ganz großes Thema ist, Wasser, ja, mit Trinken einfach zu wenig, aber ich bin gestern hart mit mir ins Gericht. Es ist echt wichtig, dass man 2 bis 3 Liter Wasser am Tag, stilles Wasser, Quellwasser am besten trinkt. Warum? Damit alles aus dem Körper wieder rausgeht. Blockade, Esse, Substanzen, keine Ahnung. Es muss, ja, der Kreislauf muss ja rundlaufen. Jetzt komme ich mehr in Ernährung wie Krankheit. Aber es ist halt, es spielt halt für mich alles zusammen und Krankheit ist halt auch für mich ein Thema, wo ich allumfassend umleuchte, ja, gerade, aber wenn ich an Krebs denke, also gerade wenn ich mit Menschen arbeite, gerade bei Frauen, gerade das Beispiel Brustkrebs ist halt für mich oft, oder zu 90%, dass es Frauen betrifft, die sich nicht selber wert genug sind, die sich, wo oft ein Männerthema dahinter steckt, ja, die sich klein machen lassen, die in Beziehungen lebe, die ihnen nicht gut tue, aber denke, sie müsse dort bleiben und irgendwo, ja, schon eine Abhängigkeit habe. Also für mich habe Krankheit da immer noch ein Thema dahinter. Ich weiß, es ist jetzt der Coach in mir, aber ich sehe es auch vom Medium. Also wenn ich dann gerade Aura-Readings gebe, wo ich dann einfach spüre, okay, mein Klient hat echt oft Bauchschmerzen, ich habe tierische Bauchschmerzen, wo kommen die Bauchschmerzen her? Okay, Beziehungsthema, oh, der Mann tut ihr aber gar nicht gut, das ist jetzt nur so ein Beispiel, okay. Puh, aber das ist nicht nur der Mann, das war auch die Beziehung davor. Okay, wo kommen die Bauchschmerzen eigentlich her? Dann spüre ich, okay, das hat sie schon als Kind gehabt. Also dann Papa-Thema zum Beispiel, kann ein Mama-Thema sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also dass man wirklich hinguckt, wo kommt das denn alles her? Und ganz ehrlich, wenn ich dann halt nie hingucke und immer Bauchschmerzen habe und drüber hinweggehe und mir nur Medikamente reinhaue und nicht hingucke, ja, wenn dann so eine Entzündung im Bauch oder im Darm chronisch wird, dann ja, ist vielleicht dann eine schlimmere Krankheit gar nicht mehr so entfernt. Also ja, es gibt viel, also für mich hängt das immer alles zusammen, auch vom Energiefluss, wenn ich dann die Menschen angucke oder wenn ich ein Trance-Healing gebe, wo ich dann am Anfang bin ich ja dann noch komplett da, wo ich dann mich einfühle und spüre an meinem Körper, wo die Schmerzen sind und von der Energie, wo dann halt die Energie auch nicht fließt, wo die Blockade sind, ja, also es ist echt allumfassend, also wenn ich, so wie jetzt die Bandscheibe, kann ich euch jetzt daran machen, bin ich nicht nur zum Orthopäde, das war eh Ausnahme, dass ich zum Arzt bin, ich habe dann allumfassend hingeguckt, wo ich hingeguckt habe, okay, Annette, warum kam es so weit? Vom Körper her, okay, du bist in die Selbstständigkeit, durch das war ich nur am Arbeiten, ich habe keine Ruhepause mehr gehabt, sei es als Medium, sei es als Produktmanagerin, ich war nur im Auto gesessen, ich bin nur durch die Welt gefahren, was war aber der Nachteil? Ich bin nur gesessen, ich habe mich kaum mehr bewegt. Klar, kommt das Gewicht noch dazu, das definitiv eine Rolle spielt, aber diese Nichtbewegung, war das größte Übel, dass ich keine Übungen mehr gemacht habe, dass ich keinen Sport mehr gemacht habe. Ja, also so Dinge, wo ich dann hingucke, okay, das tut zwar manchmal nicht schön, oder ich tue nicht gut die Selbstreflexion, aber das gehört für mich einfach dazu. Und dann habe ich erkannt, okay, Annette, da darf ich was ändern. Warum habe ich mich so vernachlässigt? Ja, warum
habe ich da mal nicht einen Tag freigenommen oder wenn es Wochenend war, anstatt dann Podcast aufzunehmen oder irgendeine andere Dinge zu tun, einfach nur Stunden in den Wald und laufe. Ja, und dann habe ich halt auf der psychisch, auf der Seele-Ebene hingeguckt. Okay, es sind meine Existenzängste. Ich denke, ich muss das alles tun, um zu überleben, wo ich dann zu mir selber in den Spiegel geguckt habe und gesagt habe, Anne, dann wird's mal ganz ehrlich, wie Banane bist du eigentlich? Du hast Existenzängste, du hast Angst zu überleben, macht dich aber kaputt, dass es eigentlich näher liegt, dass du das nicht so überlebst. Also nicht vom Sterben, sondern von der finanziellen, also wenn ich weiter so auf der Nummer oder auf der Schiene geblieben werde, wäre ich bestimmt in einem halben Jahr später arbeitsunfähig für Zeit gewesen. Also versuche ich nur, ja, nahe zu bringen, wie ich mit Thema Krankheit und die Dinge umgehe. Und ja, ich habe dann auch Schmerzmittel genommen und ich habe viel Schmerzmittel genommen. Aber warum habe ich das gemacht? Damit mein System erstmal zur Ruhe kommt, dass die Schmerzen aufhören, dass ich wieder schlafen kann. Und in dem Moment, wo mein Körper wieder, also wo die Schmerzen weniger wurde, ich habe mich dann auch viel damit beschäftigt, welche Zusatzstoffe, ja, MSN und was ich alles genommen habe. Also ich habe mich dann auch da Schwefel, wo meinem Körper gefehlt hat. Ich habe einfach dann auch noch die Nummer, also noch geguckt, was fehlt an Mineralstoffe, was fehlt an Vitamine, was oft ein Thema ist, wo mir gar nicht hinguckt. Und vor allem kriegt ihr mal erst Selbstverantwortung. Googelt mal oder guckt und informiert euch. Es gibt tolle Bücher. Was braucht mein Körper wirklich an Vitaminen und Mineralstoffe? Das Thema ist, wenn ich in Deutschland zum Arzt gehe, kriege ich ganz andere Richtwerte, wie wenn ich in Holland zum Arzt gehe oder in die Schweiz zum Arzt gehe. Deswegen informiert euch, was wirklich wichtig ist. Ich kann jetzt euch nur ein Beispiel von mir nennen. Ich haue mir jeden Tag 15.000 Einheiten Vitamin D ein, was mein Hausarzt nicht weiß. Und bei jedem Blutbild lasse ich meinen Vitamin D-Wert mit kontrolliere und ich bin gerade mal im Normbereich, wird mein Arzt jetzt wissen, was ich mir reinhaue an Vitamin D, wäre ich natürlich drüber, hätte ich natürlich einen Überschuss. Pharmaindustrie denkt an meine Worte, regiert die Welt, deswegen guckt, informiert euch, natürlich informiert euch auch, wenn ihr chronisch krank seid und andere Medikamente nehmt, wie ist das überhaupt für meinen Körper, tun mir die Vitamine und Mineralstoffe gut. Ich kann euch immer nur sagen, sucht euch einen guten Heilpraktiker in eurer Nähe, der Kinesiologie kann, der austesten kann, was braucht euer System, das mache ich oder meine Heilpraktikerin, mittlerweile gibt es ein Gerät, das nehme ich in die Hand, das aufgrund meiner Schwingung erkennt, was fehlt mir gerade. Aber man hat ja ein Gefühl dafür, ich spüre ja, ich habe ganz viel Zusatzstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel daheim stehen und ich gucke nicht morgens nicht vom Kopf, sondern ich fühle oder ich greife automatisch die Tablette, die jetzt gerade mein System oder die Zusatzstoffe, die mein System braucht. Also experimentiert mehr, informiert euch mehr, weil ganz ehrlich, ganz oft kriege ich dann gerade in den Heilbehandlungen, wenn ich dann zurückkomme aus der Trance, dann bleibe ich noch einen Moment beim Klient stehe oder sitze und dann kriege ich nochmal Informationen. Ich darf das nicht weitergeben, ich bin kein Arzt, um Himmels Willen, ich darf gar keine. Aber ich kann euch nur im Allgemeinen sagen, es sind immer Mineralstoffe und Vitamine, die dem Körper fehlen. Ich schicke die Menschen dann immer zum Arzt, ein Blutbild mache, sie sollen das mal abklären. Aber informiert euch, da kann man so viel dem Körper Gutes tun, Magnesium, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, wo der Körper braucht, wo wir einfach nicht mehr aufgrund, da schließt sich jetzt wieder der Kreis, auf unsere Ernährung bekommen, ne, auf unsere Fast-Food-Gesellschaft oder ja, durch das, dass man viel essen geht, also wenn man jetzt selber zubereitet, macht es wieder mehr, guckt, dass euer Körper die Vitamine und Mineralstoffe bekommt, die er einfach braucht. Für mich ist das ein ganz großes Thema. Weil mir einfach niemals so wie früher. Früher zum Beispiel, guckt mal unsere Großeltern an. Unsere Großeltern haben immer nach der Saison gegessen. Da gab's wahrscheinlich gar keine Banane, ja. Da gab's Kartoffeln das ganze Jahr, ja. Tomate gab's nur im Sommer, Erdbeere. Bei uns ist es ja das ganze Jahr da. Wir wissen ja oft nicht, wo es herkommt. Also, ja, so sehe ich das. Und egal welche Krankheit, ich habe es jetzt an der Bandscheibe ausgemacht, ich analysiere auf alle Ebenen, also ich nehme die Krankheit an, oft, ich habe noch Dinge, die will ich erstmal nicht annehmen, und ja, wenn ich jetzt, ich habe links, weil manche ist es schon aufgefallen, mein Tränenkanal ist anscheinend kaputt, die Ärzte sagen, es ist nichts, aber es tränt immer und das hat mich echt eine Zeit lang so beschäftigt und gerade als Frau, wenn man sich mal schminken will und. Und dann war ich beim Paddel, Patrick Petrazzoli, und er hat dann gesagt, Annette, ja, du hast dir halt dieses Leben, ein Leben in deiner zweiten Hälfte mit dem tränenden Auge ausgesucht. Und wo ist jetzt das Problem?
wo ich dann wieder lachen muss. Und ja, manchmal machen wir uns immer Dinge im Kopf, die wir nicht ändern können. Ja, ich könnte mich jetzt zweites Mal operieren lassen, wo mir die Ärzte nicht garantieren können, dass es hilft und eher die Gefahr besteht, dass ich erblinde. Also lasse ich es. Also ja. Ja, manchmal nerven Dinge, aber ganz ehrlich, wenn ich dann wirklich kranke Menschen sehe oder gerade kranke Kinder ja auf Krebsstationen, dann, jo, dann ist das alles relativ. Und da, glaube ich, dürfen wir einfach mal wieder hinkommen, uns in Krankheiten nicht so wichtig nehmen, nicht so in den Strudel reinzugehen. Versteht mich nicht falsch, ich habe mit vielen Menschen in meinen Readings und so zu tun, die wirklich krank sind, ja, wo nicht nur Krebs, die wirklich chronisch krank sind, die an zu Hause gebunden sind. Um Himmels Willen, ich möchte nichts kleinsprechen, aber egal, was ihr habt, versucht immer alles Positive zu sehen. Aber wenn ihr zum Beispiel zu Hause gefesselt seid, es gibt immer Optionen, euer Leben zu leben. Eine Berufung, vielleicht guckt dann hin, was mache ich gern, ja, okay, ich bin jetzt zu Hause, aber was mache ich gern, okay, ich lese gern, mich interessiert das Thema, jo, dann macht einen Blog, macht Beratung, keine Ahnung, glaubt mir, es gibt immer Möglichkeiten und Wege, um weiterzugehen, aber wenn ihr schon das Pech habt, in einer Krankheit zu sein oder diese Krankheit, oder dass ihr euch in diesem Leben Krankheit ausgesucht habt, dann versucht das Beste echt draus zu machen und lebt euer Leben, also ich muss jetzt gerade an Kinder mit Down-Syndrom, da muss ich lachen, denke, ja. Früher hatte ich da immer Mitleid und um Himmels Willen. Und ganz ehrlich, heute als Medium, und das ist viel mein Medium, wie ich sie angucke mit ihnen, ihre Energie. Ganz ehrlich, mir alle, einschließlich ich, renne zu Seminare, um glückselig zu werden, um im Balance zu sein. Guckt euch die Kinder an, da frage ich mich manchmal, sind die behindert oder bin ich behindert? Ich glaube, im Gegensatz zu Kindern mit Down-Syndrom sind zum Beispiel mir normalos behindert. Was die für eine Herzlichkeit haben, die wie die auf Menschen entgegentreten, die haben null Erwartungen, die schenken Liebe pur. Ja, und da kriege ich Tränen in die Augen, das sind so Sachen, man darf die Dinge einmal überdenken und wirklich sich fragen, ist es wirklich ein Problem? Ich weiß, also ich sehe es halt oft nicht, oder ich habe immer mal wieder, darf ich mit Kindern arbeiten, wo ich mich echt bei den Eltern immer wieder bedanke, die behindert sind in unserer Auge von normal aus, die sich nicht mitteilen können. Und wenn ich dann mit denen über die Energie kommuniziere, dann denke ich immer, oh, bin ich arm und die sind so reich. Ja, oft, wo ich mir zu autistische Kinder gefragt werde, ja, wo ich dann, gerade wenn ich mit denen dann arbeite, ich glaube, die sind spiritueller als wir alle zusammen. Aber ich glaube, das ist mal eigene Folge wert. Ja, jetzt bin ich doch von Krankheit in viele Themen gerutscht, aber es hängt halt für mich alles zusammen und ich kann euch gar nicht pauschal sagen, weil es immer für mich die Frage ist, was ist Krankheit? Und nochmal an den Anfang erinnern, und wenn jemand wirklich krank ist, sind die Menschen oft so, dass sie nicht in ihrer Krankheit leben. Egal wie groß der Schmerz ist, den man am Körper hat und egal wie sehr den einen beeinflusst, das möchte ich euch auch noch mitgeben und vielleicht habt ihr das schon daraus gezogen, wie ich mit den Dingen umgehe. Guckt euch nicht nur die körperliche Ebene an, dass ihr zum Facharzt geht, sondern guckt euch auch die Seele-Ebene an. Und gerade wenn man viel Schmerzen hat, dann ist es für mich normal, dass man ein Stück weit in die Depression geht, weil man einfach down ist. Schmerzen, die machen einem Kirre im Kopf, um Himmels Willen. Dann lasst euch aber auf der Seele-Ebene helfen. Ja, es gibt super Coaches auf dieser Welt. Es gibt Medien, es gibt Therapeuten, wirklich richtig gute Therapeuten. Ich habe in meinem Leben schon Therapeuten in Anspruch genommen und ich bin mega dankbar, weil ich dadurch so viel erkennen durfte. Es ist immer, ich bin ein Freund von der Verhaltenstherapie, aber jeder hat so sein anderer Favorite, aber guckt einfach hin, dass es euch auf der Seele-Ebene gut geht, weil nur Tablette oder andere Schmerzmittel oder Cortison oder was immer ist für mich nicht die Lösung, sondern wenn jemand wirklich chronisch krank ist mit viel Schmerzen und allem drumherum, dann guckt bitte auch, dass eure Seele aufgefangen wird. Ja, genau. Mehr, glaube ich, fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Ich freue mich über Feedbacks. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Krankheit habt, was euch genau interessiert, weil ich es nur so pauschal gekriegt habe, schreibt mir super gern, macht Kommentare, dann gehe ich gerne auf die Themen nochmal speziell ein. Also wenn ihr gerade so spezielle Krankheiten, Frage habt, schreibt es mir, kommentiert es, dann gehe ich da gern drauf ein. Ich konnte es nur allgemein machen und pauschalisiert und eben auf mich bezogen, wie ich damit umgehe. Genau, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen mega schönen Samstag und ganz wichtig, Sing Pink.